teure Gemüsesmoothies. Fast ohne Gemüse. Mit Mango, Grünkohl und Spinat, aber erste Zutat ist Apfel. Lege packt aus. Er zeigt den Smoothie-Trick der Industrie. Damals sagte meine Mutter immer zu mir, Kind, ess dein Gemüse auf. Und ich immer, ja, ist ja gut. Heutzutage gehe ich in den Supermarkt. Ja, Mutti, ein Schluck und das Gemüse ist in mir. Wenn das so einfach wäre, ne? Grünkohl, Spinat, Avocado, Gurke. Auf den Flaschen versprechen Hersteller allerhand gesundes, grünes Gemüse. Die Industrie sagt, ja, ja, hier, trinkt schön unsere grünen Zaubersäfte. Ihr werdet gut aussehen, ihr werdet euch super fühlen. Stimmt das? Sebastian Lege packt aus und prüft, ob wirklich Gutes drin steckt. Er schaut sich die Drinks genauer an. Kennt ihr Entengrütze? Das ist so dieser grüne Schleim, der auf so einem Gartenteich schwimmt. So sieht das aus. Der Produktentwickler will die Industrie-Smoothies nachbauen. Dazu muss er sie erst einmal probieren. Boah. Oh. Aber schmeckt auch nur nach Apfel. Ja, ich weiß schon, warum bei denen hier die Flasche grün ist, ne? Ist auch ein geiler Trick. Ja? Lass den Drink scheiße aussehen, wir nehmen einfach nur eine farbige Flasche. Also wenn ich jetzt die Augen zumachen würde, würde ich denken, dass das jetzt irgendwie so ein, ja, so ein Multivitaminsaft. Aber grün und so gesund nach Gemüse schmeckt das nicht wirklich. Auch nur süß. Süß, süß, süß. Kein Wunder bei diesen Zutaten. %49 Apfelsaft. Grüner Smoothie soll ja eigentlich heißen grün Gemüse. Apfel, Birne, Grünkohl, Spinat, Baobab. Das ist irgendeine super Zutat. Danach blitzt man einmal auf wie Asterix nach einem Zaubertrank. Aber sorry, wonach soll das schmecken, wenn 49% Apfel draufsteht und 1,6% Grünkohl? Das ist flüssiges Apfelmus, was ich mir hier gerade reinkippe. Hier, mit Mango, Grünkohl und Spinat, aber erste Zutat ist Apfel. So, das sieht euch richtig gut aus hier. Antioxidant. Also wenn Sie den getrunken haben, draußen stürmt und schneit es, können Sie nackt zur Arbeit fahren. Sie werden nicht krank. Hier ist der Gewinner. 62% Apfelsaft. Für seinen Industriesmoothie braucht Sebastian weder frisches Obst noch frisches Gemüse. Das wird die schnellste Zubereitung in meiner Fernsehgeschichte. Weil wir kippen jetzt einfach nur ein paar Pürees zusammen. Und nicht zu vergessen, die Hauptzutat der meisten grünen Smoothies. Heimischer Apfelsaft. Das restliche Obst und Gemüse kommt in Püreeform dazu. Das hat einen entscheidenden Vorteil. Pürees? Sind erstmal Jahreszeiten unabhängig. Das Obst oder auch das Gemüse wird geerntet, püriert, ein bisschen konzentriert, konserviert und in großen Fässern zu dem jeweiligen Verarbeitungsbetrieb geschickt. So kann man das ganze Jahr tolle Smoothies produzieren. Super einfach. Los geht's mit Birne und Banane. Die hat eine besondere Funktion. Banane findet man fast in allen Smoothies, ist so, ja, anstatt Bindemittel. Banane gibt diese Viskosität. Ein Smoothie, wie der Name schon sagt, soll ja so smooth sein. Soll ja so gut runtergehen, aber auch nicht so schnell runtergehen. Soll ja so eine Mischung sein aus Nahrung und Getränk. Für sich
Ups. Spritzer Zitronensaft für die Frische. Bisschen Orangensaft für den Geschmack. Gemüse soll den Smoothie schön grün und gesund machen. Aber gerade hier dosiert Sebastian besonders sparsam. Grünkohl. Püree. Oh. Das war schon sehr großzügig. Spinatpüree. Und Zucchini-Püree. So, das reicht. Kleine Runde drehen und dann schauen wir mal, wie unser Smoothie so aussieht. ErnährungsexpertInnen sind sich einig. In echten grünen Smoothies sollte der Gemüseanteil überwiegen. Davon sind die Produkte aus unserer Stichprobe aber weit entfernt. Hersteller dürfen so wenig Gemüse einsetzen, weil grüner Smoothie kein rechtlich geschützter Begriff ist. Das heißt, niemand hat jemals festgelegt, dass da auch wirklich 50% Gemüse enthalten sein muss. Und es gibt auch keine gesetzlichen Vorgaben oder zum Beispiel Leitsätze, die besagen, wie muss denn dieser Smoothie eigentlich zusammengesetzt sein. Grün ist hier wirklich eher ein Marketingbegriff, um das Produkt noch mal gesünder aussehen zu lassen. Mit diesem gesunden Image machen Hersteller ordentlich Kasse. Die grünen Smoothies aus dem Supermarkt kosten auf den Liter gerechnet bis zu 9,54 Euro. Sebastian muss seinen Smoothie noch auf 85 Grad erhitzen. So ist das Produkt im Supermarkt mehrere Wochen haltbar. Jetzt müssen wir schnell abfüllen, weil wir wollen ja noch ein paar Vitamine und Mineralien erhalten. In der Industrie müssten die Flaschen nach dem Abfüllen noch einige Minuten auf 85 Grad gehalten werden. So werden auch die letzten Mikroorganismen abgetötet. Aber dann ist der Legefix Green Smoothie fertig. Gesund ist der aber nicht gerade. Durch den hohen Obstanteil steckt eine große Menge Fruchtzucker im Produkt. Wie viel genau, das sagt Sebastian, der sogenannte Brix-Messer. Ha, Wahnsinn, oder? 13,6% Zucker stecken in unserem Smoothie. Und jetzt passen Sie mal ganz genau auf. Der Zuckeranteil einer Cola dagegen liegt bei nur 10,6%. Zwar wird den Smoothies kein extra Zucker zugesetzt, doch viel Fruchtzucker ist genauso ungesund. Eine große Menge Zucker ist für unseren Stoffwechsel immer ein Problem. Völlig egal, ob das industrieller Zucker ist oder ob das natürlicher Zucker aus einem naturbelassenen Lebensmittel ist. Wenn ich schon Zucker zu mir nehme, dann am besten aus einem möglichst unverarbeiteten Lebensmittel. Sobald ich einen Smoothie herstelle, wird das deutlich ungesünder. Ein weiteres Problem der Industrie-Smoothies: durch das Erhitzen werden Vitamine zerstört. Stiftung Warentest hat den Vitamin-C-Gehalt verschiedener Smoothies untersucht. Im Goody Green Smoothie stecken immerhin noch 62 Milligramm pro 100 Milliliter. Der Rewe2Go-Smoothie landet auf Platz 2, aber auch nur, weil Vitamin C in Form von Ascorbinsäure zugesetzt wurde. Absolutes Schlusslicht ist der Spinatheld von Proviant. Der enthält pro 100 Milliliter nur noch 1,4 Milligramm Vitamin C. Das Fazit: alle Smoothies büßen Vitamin C ein. Im Vergleich enthalten 100 Gramm frischer Grünkohl ganze 105 Milligramm Vitamin C. Doch nicht so gesund, unsere kleinen grünen Gemüsesmoothies mit den tollen Versprechen auf den Etiketten. Schön aufpassen, was Sie kaufen. Einen wirklich gesunden grünen Smoothie gibt es nicht im Supermarktregal. Aber der ist ganz einfach selbst gemacht. Sebastian zeigt, was man dafür braucht. Ganz viel Gurke, Spinat, ein bisschen Apfel, ein bisschen Banane. Aber wirklich nur ganz, ganz wenig. Staudensellerie. Ein kleiner Schluck Apfelsaft, damit das Ganze auch sich vernünftig zerkleinert. Und nicht stundenlang pürieren. Wenn Wärme entsteht, zerstört man. Am besten die Sachen kalt, direkt verarbeiten, sofort trinken. Dann hat man die höchste Nährstoffausbeute. Und noch dazu fast keinen Zucker im Getränk.
ist er! Ein echter Gemüsesmoothie mit ein bisschen Obst. Und vor allem viel frischem Gemüse. Hey, und wenn euch unsere Videos gefallen und ihr nicht genug kriegen könnt von unserem Besseresser, dann gibt es hier noch mehr Videos. Und lasst doch mal so einen Abonnier-Button da. Ich würde mich freuen. Bis bald.